Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und bei Life is Strange. Und Marvel Avengers hat eine Update-Datei bekommen. Das ist ja toll. Perfekte Timing. Let's go rein ins nächste Kapitel. Müsste jetzt Kapitel 3 sein. Man kann echt nicht genug von diesem Hauptbildschirm bekommen. Der ist einfach so schön. Die Musik ist so schön. Könnte ich mir den ganzen Tag nebenbei laufen lassen. Ich glaube nicht, dass es so schön weitergeht. Wir müssen auf jeden Fall noch mit Pike reden. Wegen den Ermittlungen. Da bin ich mal gespannt, was sonst noch so passieren könnte. Und wie es mit Typhon weitergeht auf jeden Fall. Weil die haben auf jeden Fall sehr viel Dreck am Stecken. So, Kapitel 3. Monster oder Mensch? Du hast eine Superkraft, dein Ernst? Ihr verarscht mich doch, oder? Verarschen dich nicht, so würde ich es nicht nennen. Okay, Steph weiß es da jetzt wohl auch. Schön. Wirken Ryan und ich, als wollten wir dich verarschen? Es ist wirklich wahr. Gut, dann sag mir, was ich gerade fühle. Du fühlst Ungläubigkeit. Wow. Du bist ehrlich gesagt genervt, weil wir es dir bis jetzt verschwiegen haben. Es ist egal, ob es stimmt. Du wirst nicht gern ausgeschlossen. Wow. Okay. Oh fuck, Mann. Beim Tischfußball. Du wusstest genau, was du tun musst. Tut mir leid, du hast es gebraucht. Ja, definitiv. Du solltest versuchen, dich an den guten Erinnerungen festzuhalten und nicht in Trauer zu versinken. Ich dachte, das würde helfen. Das hat es. Aber warn mich nächstes Mal, okay? Deal. Wer hätte gedacht, dass ich mal eine krasse Empathin kennenlerne? Crazy shit. Habt ihr heute schon Diane gesehen? Nein. Aber sie war gestern hier und saß an ihrem Laptop. Du sagtest, sie spürte Angst, als es um Gabes Tod ging. Wenn sie versucht, Typhon zu decken, gibt es dafür Beweise. Ich hoffe es. Wenn sie heute reinkommt, dann brauchen wir einen Plan. Aber jetzt beende ich erstmal meine Schicht. Sind schon dabei. Okay. Dann verdiene ich mir mal mein Geld. Richtig. Ich sollte das Geschirr in der Bar abräumen. Erstmal eine Notiz angucken. Was haben wir hier? Von Jed. Jed, vielen Dank, dass du letzte Woche an meinen Geburtstag gedacht hast. Der Marco Esquanda Tequila war exzellent. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Dein mit Abstand bester Koch Francisco. Okay, ein paar Leute haben wieder Auren, die beiden nicht. Ist das hier nicht sogar Diane? Nee, Jogger. Okay, die sehen sich irgendwie alle ähnlich. Respekt für jeden, der sich sportlich betätigen will. Ich kann nicht joggen gehen. Dann sehen alle, wie ungelenkig und unfit ich bin. Könnte ich sein. Das kenne ich nur zu gut. Vielleicht kann ich sie motivieren. Ja. Lecker. Pommes und ein Burger, nice. So, erstmal sprechen. Hey, kann ich Sie etwas fragen? Ich habe mich bisher nicht getraut, joggen zu gehen. Sie wirken wie ein Profi. Haben Sie Tipps? Oh, nun mach dir nicht so viele Gedanken. Du musst einfach dranbleiben, ja? Ich versuch's. Danke. Hat es geholfen? Vertrau mir. Das geht allen so. Na, ihre Aura ist jetzt weg. Also ich denke mal, das hat funktioniert. Können wir sie nochmal ansehen? Ich glaube, unser Gespräch hat echt geholfen. Nice. Jukebox. Wir können ja wieder Sound Missing machen. Oh Mann. Was könnten wir mal reinhauen? Das sieht irgendwie ein bisschen traurig aus.
Nehmen wir denn da? Hier den Tiger. Nehmen wir den hier. Klingt interessant. Steph und Ryan. Wie läuft's? Wir haben ein paar Ideen, die dich garantiert umhauen. Tja, wir sollten nicht voreilig. Die dich umhauen. Bin gespannt. Klingt gut. So, jetzt haben wir hier noch Notiz, Bierhähne. Ah, Colorado leiht uns Wasser. Oh, Erdnüsse. Ist jetzt nicht gerade das Hygienischste, aber hey, was weiß ich schon. Ach, hier ist er ja wieder, die Vogelbeobachterin. Zeit für euer Bad. Lass mal die Vogelbeobachterin angucken. Ist das Ryan Lucan? Ich bin die Vogelbeobachterin des Jahres. Deine Herrschaft ist zu Ende. Oh. Ich sag Ryan besser nicht, dass ich was damit zu tun hatte. Das Frühlingsfest naht. Es naht, sage ich. Haven Springs feiert heute Abend. Ah, heute Abend schon. Feiert heute Abend mit uns im Denkmalpark des jährlichen Frühlingsfestes mit Essen, Getränken, Musik, Spielen und mehr. Keine Anmeldung nötig. Dann werden wir das wahrscheinlich heute in dem Kapitel machen, schätze ich. Ach, Ducky. Ah. Sieht aus, als fängt Ducky heute früher an als normal. Heute wird eine lange Nacht. Ist es immer. Jedes Jahr das Gleiche. Heute findet doch das Frühlingsfest statt. Ich frag mich, was nicht stimmt. Hey, Ducky. Ist bei dir alles okay? Natürlich. Ging mir nie besser. Okay. Freut mich zu hören. Das klang aber auch gerade so ein bisschen gelogen. Heute wird eine lange Nacht. Ist es immer. Jedes Jahr das Gleiche. Na, Charlotte. Hey, bereitest du dich auf das Lab vor? Oh, hey. Spells. Ja, ich versuch's. Nekromantie. Hoffentlich hat Ethan Lust drauf. Healer. Das sieht schon ganz gut aus. Was? Bestimmt lustig. Ist bei dir alles okay? Ja. Ich denke, es wird ihm gefallen. Ja, bestimmt. Ducky hätte mir fast mein erstes Gehalt abgeluchst. Gut, dass Jet dazwischen gegangen ist. So, mit den beiden kann man nicht interagieren. Okay, gut. Ich sollte aufräumen, bevor meine Schicht vorbei ist. Oh, hier eine Jacke. Ich wusste, irgendwas wird hier wieder versteckt sein. Was zur Hölle soll ich mit dieser Höllentaucherjacke anfangen? Keine Ahnung, Mann. Wieso trägst du sie nicht einfach? So wie der Rest von uns. Glaubt ihr, ich will dem Rest der Welt mitteilen, dass ich euch Scherzbolde kenne? Ich habe einen Ruf zu bewahren. Jets Team hat ihn wirklich geliebt. Wundert mich gar nicht. Gabes Gedenktafel. Hab dich lieb, Gabe. Gabriel Chen, 1993 bis 2019. In Gedenken an Gabe Chen, der dieser Bar als Fremder betrat und sie als Familie verließ. Schade. Ach. Ja, Teil von Minengesellschaft Integrität bis zu unserem Kern. Es wird Zeit, ihr Leben zu verändern. Schließen sich den Rängen des weltweit führenden Unternehmens für Ausgrabungen. Bergarbeit und Distribution an. Die Typhon-Minengesellschaft stellt sowohl im Außenbereich als auch im Büro ein, inklusive Teammanager und Direktoren. Wir wollen Beziehungen mit unseren Gemeinden aufbauen und das bedeutet, dass wir ihnen lebenslange Karrieremöglichkeiten bieten wollen, die es sonst nirgends gibt. Zusatzleistungen, wettbewerbsfähiges Gehalt, Betriebsrente, bezahlter Urlaub, medizinische Versicherung, zahnmedizinische Versicherung, Sehtests. Ah. Steph und Ryan, die neuesten Rekruten. Gabe wäre so stolz gewesen. Ah, diese scharfe Soße. Schön. Okay. Drüben hatten wir noch ein paar Leute. Ach, sie wieder. Wenn ich mir selbst Unterstützung organisieren könnte, müsste Riley nie von meiner Krankheit erfahren. Ich würde ihr nicht zur Last fallen. Es bricht mir das Herz, dass sie damit alleine umgehen muss. Aber das fällt da früher oder später sowieso auf. Ich fühle mich wirklich schrecklich wegen Eleanor.
Und ich glaube nicht, dass es jemals leichter wird. Hey, Eleanor. Wie geht's? Mir geht es gut. Danke, Liebes. Dass du mir vor ein paar Wochen geholfen hast, weiß ich wirklich zu schätzen. Das hat mir viel bedeutet. Okay, so ist schon echt eine Weile her. Schön, dass ich helfen konnte. Und eine Studentin. Where are you, girl from Rome? Mann, hab ich dieses Lied geliebt. Früher haben sie das hier ständig gespielt. Weird. Ich hab's noch nie gehört. Vielleicht weiß Jet, wo es ist. Girl from Rome? Warte mal, können wir das zufällig... Was ist diese Sound Missing? Kann das sein? Mal gucken. Nee, das Alabaster Daydreams. Haben wir sowas? Chicken Rice. Sieht irgendwie nicht so aus. Nein, glaub tatsächlich nicht. Ach, hier ist Jet. Kann man vielleicht direkt fragen. Ja, hier. Hey, wo bewahren wir ungenutzte Jukebox-CDs auf? Gar nicht. Was wir haben, ist in der Jukebox. Cool. Weiß ich Bescheid. Ich hab's eindeutig nicht gefunden. Der beste Boss, den ich je hatte. Ich gebe zu, die Messlatte ist nicht gerade hoch. Hast du das Kleingeld in der Kasse schon gewechselt? Deine Aufgabe. Okay. Hat keine Aura, gut. Hinweis des Stadtrats. Haven Springs Stadtrats Mitteilung. Die Black Lantern ist jetzt jeden letzten Donnerstag des Monats von 8 bis 11.30 Uhr aufgrund von Stadtratssitzungen geschlossen. Bitte richten Sie alle Fragen und Anliegen an den Stadtratsvorsitzenden Jet Lucan. Danke für Ihr Verständnis. Okay. Warte, was war das nochmal für ein Lied? Das müssen wir doch finden. Where are you, girl from Rome? Ich frag mich, welcher Song das war. Vielleicht kann ich es herausfinden. Kann ich die beiden fragen? Steph und Ryan kennen jetzt mein Geheimnis. Hey, kennt ihr vielleicht ein Lied, das so geht? Where are you, girl from Rome? Wie krass. Ein Klassiker. Ha! Wusste ich doch. Alabaster Daydreams. Das wird nicht da ist. Mein Dad hat dieses Lied geliebt. Und Gabe hat's dauernd gespielt, um ihn zu ärgern. Das ging so weit, dass er es gar nicht mehr hören konnte. Okay. Was ist damit passiert? Oh. Jet hat's irgendwann aus der Jukebox geholt und eingelagert. Frag ihn mal. Mega. Danke. Jet, du hast auch noch was eingelagert hier. Hey Boss, sagen dir die Worte Alabaster Daydreams irgendwas? Oh Mann, wie der Bruder, so die Schwester. Gut, es ist wohl genug Zeit vergangen. Sie liegt hinter der Theke. Danke. Na, können wir eine Person hier glücklich machen. Wie konnte ich denn da dran vorbeirennen, wenn sie hier offensichtlich rumliegt? Sorry Jet, das Volk hat entschieden. Richtig. Und rein hier. Okay. Hören wir uns das berüchtigte Lied an. Ich hatte schon von Anfang an diesen Instinkt, dass wir dieses Lied nochmal gebrauchen werden. So, jetzt muss ich wieder ganz an den Anfang scrollen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das hier war es, ne? So. Yay, Ohrwurmjägerin. Aber das Cover sieht immer noch sehr ähnlich aus, nur dass da nicht mehr songmäßig steht. So, ist sie glücklich? Ja, nice. Das ist es, Alabaster Daydreams. Das kann doch nicht... Na, aber gerne doch. Ich hätte noch was zu sagen dazu? Nein. Okay, gut. Dann... Ah ja, hier könnten wir nochmal reingucken, bevor wir das Geschirr wegräumen.
Erstmal am Handy spielen. Guten Morgen, Haven Springs. Der berühmte Rosenwagen wurde auf Hochglanz poliert und mit den schönsten Rosen gefüllt, die ihr finden. Ihr findet ihn bei Sonnenuntergang im Park. Holt euch eine Rose und gebt sie eurer liebsten Person auf dem Frühlingsfest. Also ja, spannend. Lab-Freiwillige. Einige von euch haben sich wegen eurer Charakter noch nicht mit mir abgestimmt. Es wird knapp, Leute. Meldet euch bei mir. Ducky macht auch mit. Geil. Typhon-Minengesellschaft. Wieder 17 Uhr Sprengungen und so weiter. Der beste Job, den ich je hatte. Aber naja, die Konkurrenz ist ja auch nicht wirklich groß. Aufgepasst, Kunden der Black Lantern. Die Black Lantern freut sich zu verkünden, dass unsere Öffnungszeiten wieder normal sind. Okay. Schön. Letzter Aufruf für LARP-Spieler. Okay. Hallo zusammen, ich habe entschieden, meine Porträtkommission für den Moment zu schließen. Ich muss mich durch die Warteliste arbeiten. Tut mir leid. Okay. So viele Erinnerungen an Gabe, die ich nicht sammeln konnte. Danke an alle, die Gabe Shens Gedenkfeier beigewohnt haben und besonders an diejenigen, die ein paar Worte gesagt haben. Ich denke, wir haben Gabe stolz gemacht. Oh. Erinnert ihr euch an das, was er immer tat, wenn ihn etwas rührte, aber es ihm zu peinlich war, es zuzugeben? Ich habe nicht geweint, seit ich 14 war. Das ist eine Allergie. Guckt mich nicht an. Ich werde ihn vermissen. Sehr. Oh. Danke an alle, die heute anwesend waren. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Yay, ich habe Chrissy gefunden. Danke reicht völlig. Sie hat in Frau Crawfords Blumenbeeten gewütet, aber sie ist jetzt zu Hause. Ich bin so froh, dass du sie gefunden hast. Gib ihr einen fetten Kuss von mir. Oh. Die ersten Küsse gehen an das Mädchen aus dem Plattenland, die mir geholfen hat, sie zu finden. Alex, verdammt, Legende wächst. Silberne Drache. Okay, ich glaube, damit sind wir erstmal durch. SMS haben wir natürlich ja. Oh, wir sind in einer Gruppe, cool. Muss ich jetzt mal hochscrollen. Okay, ich mache es offiziell. Willkommen zum Typhon-Drankriegen-Chat, Steph. Verflucht, ja! Es ist meine Ehre und ein Vergnügen. Lasst uns heute Abend bei Alex feiern. Sollte Alex nicht diesen Vorschlag machen? Zu spät. Ich schätze, ich veranstalte dann die Party. Habt ihr zwei heute Abend Zeit für mehr Pläne schmieden? Klingt gut, ich bin dabei. Verrückte Idee. Lasst uns ins Typhon-Büro in Denver einbrechen. Ich habe einen Plan ausgeknobelt. Ich wette, dort hat man Zugriff auf die Server. Dort können wir Beweise finden. Steph, wir fahren nicht nach Denver, um in irgendein schwer gesichertes Büro einzubrechen. Buh. Aber wenn wir es täten, kann ich der Fluchtfahrer sein? Klar. Aber Steph, dein Führerschein ist abgelaufen. Woher weißt du das? Weil er ein großer Loser ist. Ein Loser mit einem gültigen Führerschein. Zwei macht mich fertig. Charlotte. Jetzt müssen wir erstmal wieder hochscrollen, wo wir überhaupt waren. Wie viel haben die denn hier geschrieben? Deine Rede auf der Brücke war wundervoll. Danke, dass du mit uns dort warst, natürlich. Diane war wieder mal dem Affidavit hier. Ich habe abgelehnt. Ich wünschte, sie würde es einfach lassen. Das tut mir leid, Char. Halt durch, okay? Hey Alex, möchtest du heute zum Abendessen vorbeikommen? Das klingt super, liebend gerne, soll ich was mitbringen? Nur dich? Vielleicht Wein. Lol, ich sehe dich heute Abend. Hey, ich bin etwas erledigt. Glaubst du, du kannst Mittwoch auf Ethan aufpassen? Gerne, kannst du mich in den Zitronenschnitten bezahlen, die du letzte Woche gebacken hast? Sicher möchtest du das Rezept haben. Nee, ich verdiene sie mir lieber, indem ich mit Ethan rumhänge, anstatt backen zu müssen. Gutes Geschäft. Hey Alex, es tut mir leid, aber ich muss unseren Mädelsabend absagen. Ich fühle mich nicht so gut. Kein Problem, brauchst du irgendwas? Passt schon, aber danke. Schau, wie viele dieser Gummibären sind. Zu viele Gummibären, was? Oh süß, versuch dich zu entspannen. Wie viel hast du gegessen? Wie besorgt wärst du, wenn ich 5 Gummibären sage? Hattest du irgendwas dazu? Alkohol? Andere Medikamente? Achso, wahrscheinlich einer ihrer Gras-Gummibären war. Nur Snacks. Atme tief durch, trink etwas Wasser und leg dich auf die Seite. Fahr nicht, tu nichts Wichtiges und es wird vorbeigehen. Du hattest mehr als die normale Dosis, doch ist nicht gefährlich. Okay, danke. Ich habe dir gesagt, dass ich finde, du bist wunderschön. Danke, leg einfach das Handy weg und schließ deine Augen. Ey, die Nachrichten gestern waren nur ein Test. Habe ich bestanden. Mit Glanz und Gloria, was ironischerweise genau das ist, was ich heute sehe, wenn ich meine Augen schließe. Lol. Mac. Danke für die Hilfe, Chen. Denk dran, ich habe dir nie was erzählt.
Ich habe mehr als nur einmal den Job riskiert, weil ich mit dir geredet habe. Ich verstehe mehr, keine Sorge, geh schlafen. Leichter gesagt als getan. Ryan? Hey, du brauchst eine Pause von der ganzen nächtlichen Recherche. Magst du Samstag Mountainbiking ausprobieren? Über gefährliches Terrarrasen, so entspannend. Du wirst Spaß haben, versprochen. Okay, ich probiere es. Keine Sorge, wir können das Vorderrad ersetzen. Bitte? Mein Arsch schmerzt immer noch, lol. Du hast es weggesteckt wie nichts. Ist kurzfristig, aber heute Abend steht mein jährliches Anschauen dieser unglaublichen Naturdokumentation an, falls du sie auch sehen möchtest. Erstaunlicherweise ist Steph das dritte Jahr hintereinander beschäftigt. Ich erkenne hier ein Muster. Wird sie von einem spießigen Briten kommentiert? Vom spießigsten überhaupt. Richtige Antwort, ich bin dabei. Ah, das ist bestimmt irgendein Insider, den man als Nicht-Brite wahrscheinlich nicht kennt. Hey, glaub nicht, dass du mit Kicker und mir fertig bist. Der Kampf geht weiter. Ich brauche eine Gelegenheit, mich nach dieser furchtbaren Darbietung zu rehabilitieren. Tut mir leid, diese Meisterschaft war endgültig. Was? Witz. Oh, du Miststück. Lol, ich war am Boden zerstört. Ich würde gern wieder spielen. Kommst du heute Abend vorbei? Irre. Alex, ich leite ab dieser Woche eine Kampagne für Tunnel und Gemächer, falls du mitspielen willst. Hey, ich habe keine Ahnung, was ich dafür tun muss. Mit Snacks rumsetzen, Rollenspiel einer coolen Geschichte, so tun, als meucheln wir was, ich fass zusammen. Ist es okay, wenn ich furchtbar bin? Erstens, du wirst nicht furchtbar sein. Zweitens, guck bei unserer ersten Sitzung nur zu, wir improvisieren. Ehre. Hast du heute Abend Zeit? Ryan und ich treffen uns und wollen dich auf den neuesten Stand bringen, mit dem, was wir zu helfen gefunden haben. Verflucht, ja, ich würde gerne helfen. Hey. Was geht? Was hältst du davon, deine Gitarre zum Plattenladen zu bringen und eine Jam-Session zu veranstalten? Vor anderen lebendigen Menschen? Nur vor diesen lebendigen Menschen. Ich habe nicht vor anderen gespielt, seit solange ich mich erinnern kann. Ich bin etwas eigen, was viele Dinge angeht, aber in dieser Sache bin ich eine urteilsfreie Zone. Was soll's? Tun wir es. Wann? Jederzeit heute Abend. Ich bin hier. Ich denke, ich brauche heute Abend eine weitere Jam-Session. Was sagst du? Ich sage ja. Ja, ich habe ein paar Ideen. Ui. Keine Oje, versprochen nebenbei, du bist echt großartig, du hast eine tolle Stimme, danke. Das ist viel zu lieb, vielleicht sogar komplett gelogen. Nee. Und Riley aber noch. Hey Riley, mir geht es eigentlich ganz gut, danke. Wie geht es dir? Gut, ertrinke in Blumen, schick Hilfe. Lol. Okay, komische Frage. Komische Antwort. Bist du Prinzessin Chuchu 2539? Oh mein Gott, wie? Lol. Nein, echt, wie? Du hast mir bei meinem Besuch Chuchu gezeigt, weißt du noch? Und 2539 ist Alex auf der Handytastatur. Ich bin aufgeflogen. Haha, du spielst Dust and Daylight. Dachte nicht, dass du JRPGs stehst. Ich auch nicht, ich hab's hier gefunden und ausprobiert. Jetzt kann ich nicht genug kriegen. Ich dachte, ich spiele nur Einzelspiele. Du musst die Geister wegweise aktiviert haben, denn ich konnte sehen, wie du im Hafen der Wolken herumläufst. Ah, das ist so cool. Spielen wir mal zusammen. Ich stecke beim großen Skorpion fest. Liebend gern. Hey, danke für den Drink gestern Abend. War super einfach mit dir zu entspannen. Stimmt, lass uns das wiederholen. Mann, hat die viele Freunde gefunden mittlerweile. Oh, warte. Tagebuch. Ja, hier haben wir wieder was Neues. Ryan und Wut. Ryans Wut hat Zähne. Sie war beißend grimmig, ein wildes Tier, das seine Beute in die Enge getrieben hat. Und weil er überzeugt war, dass er diese Wut verdient hat, war er bereit, sich ihr zu ergeben. Sie verschlingt ihn. Er war seltsam, Gabes Gestalt in der Lücke zu finden, die er hinterlassen hat. Ich will mehr von Gabe, als ich bekommen habe. Ryan hat es bekommen. Einen vollständigen Gabe. Ein Gabe, der atmete und Platz einnahm und dann das Messer. Das Seil, die Schlucht, die einzigen Dinge in der Welt. Er hasste sich. Ich sagte ihm die Wahrheit, dass Gabe ihm vergeben würde, dass er nicht allein ist. Sicherheit ist mein Job. Kein Held, sondern ein Feigling. Er ist meinetwegen tot. Ich kann den Gedanken nicht abschütteln, dass du meinetwegen tot bist und du bist nicht hier, um mir zu vergeben. Ich weiß nicht, wie ich den Ort erreiche, an den die Toten gehen. Sag mir, wie kann ich leben? Und Ryan Freude. Wie fange ich überhaupt an? Das goldene Leuchten, die Art, wie der Schmerz und die Anspannung langsam aus Ryans Gesicht verschwanden. Und dann das Lachen, die persönliche Freude des Moments, als Ryan beschloss, einen dummen Fehler in einen Witz zu verwandeln. Das Vertrauen, das er in Gabe hatte. Die Liebe. Das sichere Wissen, dass er Gabe verarschen konnte, ohne damit durchkommt, dass Gabe ihn dafür lieben würde. Ich habe es zusammengesetzt, es in den Wolken gefunden, die ganz das Auto, das Grab. Und nur für einen Moment konnte ich die Art Beziehung zu Gabe haben, die Ryan hatte. Dafür bin ich so verflucht dankbar. Heute Morgen dachte ich, dass ich andere immer nur durch ihren Schmerz kennen würde. Ich dachte, damit könnte ich leben, falls es bedeutet, Leuten zu helfen und Gabe zu ehren. Doch dann dies, Freude.
wie eine Rettungsinsel, eine Luftblase über einem unterirdischen See. Jetzt fühlt sich alles anders an. Eigentum der Krone, so viel Blut. Die berittende Polizei Kanadas erkennt ein Gänsegrab auf 100 Meter Entfernung. Hätte ich das Grab nur tiefer gemacht, die Gänse sind zum Leben erwacht. Gänsemord ist mein Verbrechen und Kanada kommt sich rächen. Schön. Warte mal, wir können ja bei den Erinnerungen nochmal gucken. Oh, hier fehlt noch ein bisschen was. Achso, das ist generell für Jet, okay. Ja, da haben wir im Kapitel 1 noch ein bisschen was übersehen. Aber ich glaube, im zweiten Kapitel hatten wir alles tatsächlich. Immerhin. Gib mir Mühe, dass das weiterhin so weitergeht. Bevor ich aufräume, würde ich gerne noch mal gucken, ob wir noch nach oben kommen. Wahrscheinlich nicht. Naja, okay. Dann gehen wir mal aufräumen. So, hier ist auch Geschirr, aber ich glaube, das will sie noch behalten. Und das nehmen wir auch nochmal mit. Thank you.